Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier gerade in Thüringen. Ja, hallo erstmal. Ja, ich mache gerade Verdichten von Hexenblut. Ich habe jetzt die Aura-Fahrer so angewiesen, dass sie hier reinfahren sollen. Die ersten drei haben ganz gut gefahren. Klappt noch nicht hundertprozentig. Also immer unsinnige Wege fahren, aber mittlerweile denkt man nach und nach, wird das klappen. Ein bisschen verdichten nebenbei. Mache ich so und dann gucken, was die anderen machen. Ne? Leider ist jetzt nachts dunkel. Aber ich habe ja hier ein bisschen Licht gemacht, also das da. Und die anderen können dann nachts bisschen arbeiten. Die haben ja auch Licht an der Fahrzeuge, das geht ja nicht. Ne? Also oh, wir kriegen Gast. Was drinnen, ne? Wo fährst du hin? Ich hatte eigentlich jedes Fahrzeug eine Spur abzugewiesen. Hier Traktor fährt so hin. Nochmal Platz. Welcher jetzt fahren will. Ja, die Mitte, das passt. Ja, kann ich eh nicht ändern, ne? Die Reihenfolge ist im Prinzip ja, so wie sie gerade kommen, ne? Und wie es klappt. Und von daher kann sein, dass ich die noch das werde ich machen. Habe ich noch ein schweres Gewicht da? Wenn ja, wenn nicht, muss ich mal schauen. Hab ein Gewicht drin. Gewicht und Breitreifen. Den lasse ich mal fahren. Und zwar Richtung Hof. Da fährt er sowieso da rein, ne? Da fährt er alleine, das braucht nicht machen. Bisschen die Lade habe ich auch noch da. Umstellen auf Breitreifen. Das ist deswegen, dann können die gleich verdichten. Und ich denke mal, sie wird noch besser klarkommen und drüber fahren. Ne? Denke ich mal. Ist echt dunkel, ne? Wir fahren mal Richtung Hof. Und schauen mal da. Oh, einen schönen Samstag, ne? Schönen Samstag. Ja, laut Folge müsste heute Samstag sein. Jo. Ich fahre jetzt immer Richtung Hof. Immer lass fahren, ne? Richtung Werkstatt. So. Kurz mal entlassen. Tacken werden wir auch gleich und reparieren, ne? Der Dünger nicht. Dünger wollen wir nicht haben. Gut, dann nicht. Aber Reparatur wollen wir gleich machen. Und Umriss noch freitreiben, ne? Waschen brauchen wir nicht, bei dem Wetter. So, reparieren. Ne, konfigurieren nicht. Verkaufen auch nicht. So, reparieren ist notwendig. Konfigurieren. Bereifung, ja. Kommunal nicht. Chip Tuning, der hat ja 600 PS. Nokia. Big Boys. Standard Trelleborg geht es. Breitreifen. Zwillingsbereifung. Pflegebereifung. Standard. Genau. Kennzeichen ist voll die Wurscht. Motorleistung ist auch okay, passt. Hauptfarbe ist egal. Siehste. Gewicht. Gewicht habe ich auch mein Buch. Entschuldigung. Aber wir werden mal sehen, dass wir mal hier vollgetankt kriegen. Ne? Wir haben mal hier an einer anderen Tankstelle die Original. Aber einfach habe ich einfach nicht so gewusst. Aber hier zack und geht ganz schnell. Ja. So, Gewichte müssten hier vorne liegen, genau da. Dann nehmen wir eins. Ist ein bisschen besser. Für können wir gleich verdichten. Nehmen wir gleich die erste nehmen. Die sind alle glaube ich gleich schwer, glaube ich. 1000.
So. Auf geht's. Den nächsten gleich nehmen, das kann man das ja nicht. So, wir müssen mal Fahrzeuge nehmen, die ankommen, ne? Wir hatten Gewicht. Ist der voll? Nö. Aber den können wir gleich nehmen. Oder fährt irgendwo einer? Da springen wir drauf zu. Ja, hier, der hat eh. Die haben eh Breitreifen, da kann man nichts machen, die sind original. Dann werden wir hier mal kurz übernehmen. Wolfenstein. Wieder. Was macht er wieder? Wolfenstein. Fall vorbei. Wenn die Folge kommt, hat er auch schon eine Woche gearbeitet, dann ist er ein ruhiger. Dann wieder. Ja, er hat schon die dritte Spur gemacht. Der Spur schon. Na gut, okay. Schnell beigehen. Faktor konfigurieren, Breitreifen und dann verdichten sie leicht nebenbei. Das ist mal ganz wichtig. Ein bisschen mehr Licht. So. Muss ja irgendwie funktionieren, ne? Mehr Maisfelder haben wir nicht, aber wir haben noch Sojafelder. Wir müssen nur anderes Steinwerk besorgen, hier vorne. Dann kann er auch Dings nehmen, Soja. Die Tacken wäre nicht ganz so wichtig, aber wichtig wäre Breitreifen. Das wäre ganz wichtig. Die anderen beiden gehen nicht dafür. Die autonomen Fahrer hier können wir gleich reparieren. Das auch. Machen wir auch mal gleich mal. So. 3-3 hat er schon. Und Gewichte. Zwillingsbereifung. Radgewichte. Breitreifen. Und Gewichte. Zwillingsbereifung. Ach so. Zwillingspflegebereifung. Na, das ist Quatsch. Wir wollen ja was leisten, ne? So. Kostet 8000. Okay, ja, Quatsch. Das kriegt gar nicht. Ich glaube, wir können gar nicht das leasen als Gewicht, als 700, ein bisschen schwach, aber gut, okay. Aber wir haben nichts anderes, sagen wir so. Beziehungsweise ich will deswegen jetzt nicht umstellen. So, der läuft auch. Kramer. Da ist ein anderer, da ist der vom Einfahren. Der Fendt. Den fahren wir gleich mit, den werden wir gleich hinterher noch abkippen, gleich ja. Umrüsten, ne? 3-3 und Gewicht. Gewicht haben wir gerade immer schon liegen irgendwo. So, 3-4, 5, Samstag. Herbstmittel, wir gehen mal auf 15 oder 30, dass wir die Nacht überstehen. Schlafmöglichkeit habe ich hier nicht mehr. Erstmal hatte ich entfernt, Logdatei, kam mir die Meldung, dass da Performance-Probleme gibt. Kann ich mir zwar so nicht vorstellen, aber gut. War halt so. Ich habe immer versucht, irgendwo die Gründe zu finden, warum es nicht funktioniert, also beziehungsweise wo es Probleme gibt. Fünf. Das geht nicht. Hier. Ich bin nicht ganz sicher, wo jetzt das Anne war hier. War hier irgendwo. Eins. Ach, hier ist die FPS-Zahl. Oder F2. Das ist mal so interessant, die FPS-Zahl als Beobachtung, sag mal so, ne? Ich will ja mal später
Ja. Nach Möglichkeit. Ich habe nicht nichts gemacht. Ich fahre nur mit. Ist schön, dass er bitte nicht macht, ne? Ich möchte ja später mal umrüsten. Und zwar komplett neues System. Noch aktuell gibt's da nichts. Also da habe ich keins gesehen, was mir jetzt gefällt. Aber die Grafikkarten haben sie immer die alten. Weil ich möchte nämlich keine Grafikkarte dazu in dem Sinne kaufen. Sondern auch dem Prozessor entsprechend, ne? Also mit Leistung. Da fällt er nicht runter. Warum, weshalb, das weiß ich nicht. Also, wahrscheinlich, weil er 38 eingestellt ist. Oder ich muss. Da ist blockiert. Aber ich habe ja eigentlich mal das so eingestellt, dass wir dann den da lang. So. Das persönlich verstehe ich nicht. Wieso fährt er da lang? Den großen Umweg. Ich meine, mir ist das, auf Dauer ist das, ja. Teuer, ne? Diesel. Spur 2. Aber ich habe nicht beide Spuren eingestellt. Wahrscheinlich, weil der eine zuerst gemacht haben, wahrscheinlich. Oder der kommt die Kurve drin rum, das kann sein. Lass ich mal ausladen und dann gleich entsprechend mit Gewicht und Reiter. Das ist Spur Nummer 2. 5er fehlt, der 5er habe ich gerade aufgerüstet. Denn irgendwann ist das Problem mit dem mit der zu hoch wird, ne? Da muss ich ein bisschen verteilen. Oder beziehungsweise. Jetzt fährt er schon ein bisschen weiter, glaube ich, oder? Ah, minimal. Und darf weiterfahren. Gut, da greifen wir jetzt mal ein. Und lenken sich auch schon. So. Denn wir müssen jetzt die Reifen aufrüsten. Ne? Breitreifen zumindest im Gewicht. Hohen Gewicht könnte sein, dass wir Probleme rechnen, aber das ja dadurch immer aufsetzt. Aber erstmal brauche ich ja Gewicht wegen Verdichten. Ne? Das ist das Erste. Muss ich mal sehen, was am besten ist. Ne? So, da meldet der Regen wieder aufhört. Ja, hier im Hof hat man Probleme mit FPS. Aber liegt auch am Hof. Ne? Viele Gebäude. Viele Kühe. Apropos Kühe. Da werde ich mal bald füttern müssen. Ne? So, tanken. Nö. Aufrüsten. Mit der Rotour muss ich auch nicht machen, aber wenn ich mal hier bin, ne? Oh, hier geht er runter mit FPS. Wie gesagt, Gebäude und so. Weiß nicht warum. Mal reparieren, ne? Konfigurieren. Breitreifen ist an sich gut. So. Ein Schnäppchen in die Reifen, ne? 7000. So. Ja. Seh nix. Und noch ein Gewicht ab, ne? Hat ein paar Stehen gehabt. Ich habe eigentlich für Grüne für Fett gehabt, aber da ist ein Grünes dabei. Aber das ist nur Kleines, ne? Und Blau ist das, ne?
zweite will ich haben, der zweite, der zweite. Der Ding ist manuell. Der eine ist bestimmt 700 oder so. Ja, 700 glaube ich. Mach mal Licht. 1000. Das müsste 1600 sein. Zwei vier, das ist genau richtig. BGH, das ist der Mist. So, jetzt haben wir auch ein Gewicht dran. Verdichten ist gut. Fürs Feld ist nicht gut, aber ist halt so, ne? So, Allrad ist eingestellt, dann geht es wieder Richtung Feld 38 und wir gehen mal zum Verteiler. Irgendwie, mit dem kann ich auch verdichten, aber es geht darum ja, dass wir fahren die auch nicht lang. Verstehe ich nicht. Aber gut, ich mal durchschalte, dadurch kann jetzt jemand los ist. Die fahren ja alle meine Händler. Im Grunde schlecht. Ganz schlecht. Das ist Steier. Das ist scharf eingestellt, ne? Übrigens, ne? So. Ja, die neue Grafikkarte soll ja angeblich für 4K besser sein. So. Deswegen mal die FPS merken, um die 30. Ich habe maximale Einstellung eingestellt zurzeit. Auch 4K. Auflösen über 2K. Ne? Also, da wird auch nicht missverstehen. 4K hochzuladen wäre im Grunde ja, rein optisch für die allermeisten, die erst einen HD-Monitor haben, völlig irrelevant. Aber geht ja um den Farbcode. Ne? Ich krieg ja so einen blöden Farbcode, wenn man nicht tut. So ein, ja, 015 Farbcode kann man sagen, ne? Wenn ich nur HD hochladen würde. Wäre datenmäßiger, bedeutend weniger, ne? Also rund die Hälfte. Aber wir wollen ja einen guten Farbcode haben, ne? Dass wir mit 2K hochgeladen. Ich muss nur sehen, dass ich den anderen her Kurse bisschen auch noch anders programmiere. Die macht doch Tastatur. Ich mache es nicht wegen Verdichten, sondern einfach, dass wir das nicht ganz so extrem in der Schräge, ne, dass wir leichter hochfahren können. Muss ich mal gucken, ob ich Feld 38 in eine andere Ausfahrt nehmen kann, als Feld 38B zum Beispiel. Ne? Sobald es hell ist, dann wird das vielleicht ein bisschen leichter, wenn die weiter vorne. Dann können die hier auffahren. Ne? Zumindest ist es trocken, aber wie gesagt, den Soja kriegt nicht geerntet, solange es nass ist. Ne? Symbol rechts ist nass. Klar, so viel irgendwie gefallen ist, kann nicht trocken sein. Ne? Wir haben Herbst, das ist schlecht. Ne? Also, wenn schon Sturm kommen, mehrere Tage. Ne?
Sieht übel aus. Mach mal Allrad. Ich will ja nachher mit Kurzflex oder mit Outdrive einen Anhänger beladen, wenn sie lade. Ne? Aber genau. Muss ich mal schauen. Oh, Überlänge. Gute Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter hier in Thüringen. Würde mich freuen, wenn ihr da seid. Ja, tschüss und bis dann. Ne? Ciao.